Auf Ding komme ich halt eh nicht, ne? Auf Gladiating, da ist die Season nicht mehr lang genug. Hätte ich wahrscheinlich auch früher anfangen müssen. Aber schaut. Ja, okay. Das Tank 2-1 bin ich auf jeden Fall gekommen, das mit irgendwelchen random Leuten. Ich konnte die ja überzeugen, dass man mit TS spielt, ne? Die ersten Games habe ich mit denen nur ohne Voice gespielt. Wenn du dich null absprichst, ist halt echt schwierig. Und ich halt auch nicht weiß, wann der Heilung braucht und wenn nicht, ne? Klar, man kann es ein bisschen abschätzen, wenn er Druck kriegt, aber oft hat er ja noch viel und dann muss ich ihn unbedingt hochhealen. Das ist halt immer so die Sache. Stunt. Ventil. Ja, Helium. Ah, ich got kicked. I try to Helium. Kann man dann? Let's kill him, let's kill him. Ah, dammit. Okay. Verstand. Raw. Warte, Helio. Ah, got kicked. Full stunt. Karma. Warte, Helio. Ah, got kicked. Okay.
Stunt. I heal you. I got kicked. Try to heal you. Okay, got kicked. Is drinking. I'm stunned. Karma. He's full. Stun him. Try to heal you. Stun. Yes, I got him. Jo. Können wir machen. Haust du mich halt an. Ich habe ja so eine. Du hast keinen Bock mehr auf den Kram, verstehe ich. Ja, das ist halt jetzt eine übelste Abfuck-Gruppe. Was macht denn er mit Banish? Wen kann er denn. Kann er den Geisterwolf banishen? Geht das? Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Naja, jetzt werden wir halt durchgeführt. Das Problem ist, jetzt spielen wir halt ohne Voice. Alter, ich bin durchgehend im Stun. Ja, ich würde jetzt halt einen Bolt nach dem anderen abkriegen. Wir dürfen das nicht so Open Field spielen, aber ohne TS wird das wahrscheinlich hier nichts. Shit. Komm, komm, komm. Ding rein. Fuck it. Nee, nochmal Interrupt. Das wird uns halt rippen. Wir stehen zu Open Field. Wir stehen halt zu Open Field rum. Scheiße. Jetzt sind wir alle stunned. Müssen halt weg hier. Aber der Worry kommt nicht mit. Es wird uns jetzt halt, wir werden jetzt halt dann rippen, wenn wir weiter Open Field stehen. Okay, der Worry geht hinter ein Ding.
Fuck, ich hab den einen Bolten. Aber bei mir ist es tatsächlich nicht so schlimm. Aber die Hexer casten beide teilweise gleichzeitig auf mich den 4. Okay, jetzt hat er eine Protection drauf. Okay, Protection schon mal raus. Aber noch kann uns der Shami oben halten. Brauche ich mal uns beiden. Jetzt hat er gebabbelt, der Parler. Also der Worry drückt gut, ich muss sagen, der Worry drückt halt gut, ne? Da kann man nichts sagen. Der drückt halt nicht schlecht. Ja gut, haben wir nochmal 10 Punkte gemacht. Der hat zwar kein gescheites CR. Der Worry ist total low, der hat irgendwie nur 1800er. Und eigentlich wollte ich nicht mit dem spielen, weil ich dann nur Minus mache, aber eigentlich, wir haben es bis jetzt ganz gut gewonnen tatsächlich. Also, weiß ich nicht, vielleicht doch na, gar nicht so schlecht. Aber ohne Voice ist halt eigentlich immer Kacke. Ich muss mir die Beutel holen, da sind nämlich nochmal Marken drin. Jetzt schauen wir mal. 17 habe ich, 50 brauche ich, ne? Naja, jetzt bin ich bei. Ich krieg halt nicht viele Punkte für einen Win, wisst ihr? Weil wir halt auf niedrigerem MMR sind. Das ist halt das Problem. Das Go Mage? Beim Frost Mage? Lock? Also ich würde nicht auf den Frostmage gehen. Der Healer meint, wir sollen auf den Frostmage gehen bei Lockding. Würde ich ehrlich gesagt nicht machen. Aber gut. Wir gehen mal auf den Lock, ne? Auf den Mage. Also ich finde, ehrlich gesagt, finde ich einen Mage dumm zu gehen in der Kombi, aber von mir aus, wenn die meinen. Alter, was leckt denn der rum? Warte mal, ist das nur bei mir so? Oder leckt der Mage rum wie Scheiße? What the fuck? Seht ihr das? Ich komm gar nicht an den ran, so. Der macht, haut jetzt halt die Chaos Balls durch, ne? Das ist halt totaler Käse. Du kannst den nicht durchcasten lassen. Vergiss es. Das können wir nicht machen. Ich muss den Mate heilen. Hilft nix. Das kann, also du kannst es nicht so spielen. Das können wir so nicht spielen. Der Dings wird uns zerhauen hier. Der Lock. Wir stehen Open Field rum. Nochmal einen mitgegeben. Also. Jetzt legt er halt mit Chaos Bolt los. Okay, jetzt hat er gelinkt. Jetzt haben sie nicht mehr viel für einen Mage. Okay, ich bin im Full 4. Da trinke ich jetzt noch nicht. Ich warte jetzt nur ab, bis er mal low ist.
Fuck, gestunt. Ja, da wäre ich auf jeden Fall gestunt. Ich bin geslowt wie ne, wie ein Stück hier. Dieses Slows, ich bin halt nur noch im Slow, ne? Worry kriegt halt so einen Druck rein. Ah, fuck, mein Dot ist abgelaufen. Da kommen wir nicht raus, vergiss es. Du bist so geslowt und dann kommt immer dieses blöde Totem, ne? Also, das mit den Chaos Balls geht tatsächlich sogar, muss ich sagen. Aber dem Mage, das ist halt so viel Shit, wo du nicht rankommst. Du bist halt ständig in irgendeinem Freeze oder in irgendwas anderem. Mit dem Port, ne? Jetzt warte mal, ich habe hier einen Hikes. Oh, das kommt, da komme ich jetzt nicht ran. Ich hasse das, dass die Dudes im, dass er im Cast blinken kann, ne? Du willst ihm kicken, bist fast dran und er blinkt sich im Cast weg quasi. Das ist richtiger Rotz. Da kriege ich so einen Hass drauf. Auf so Mages. Ne, mit dem bin ich nicht im Voice. Wäre wahrscheinlich sinnig. Dachte, wir kriegen ihn vielleicht jetzt mit der Explore. Jetzt habe ich nochmal 2 Sekunden gestunt. So, das hat halt nicht gereicht. Okay, Spellock habe ich gefressen. Das war jetzt gerade eine heiße Geschichte. Musste ich ein bisschen mitteilen. Das wäre fast hinten rumgegangen. Das wäre fast hinten rumgegangen. Fuck, da kommt wieder ein Stunt-Totem. Bist halt mehr im CC als alles andere bei der Kombi. Also ich denke mal, wenn wir auf den Warlock gegangen wären, hätten wir ihn schon dreimal downhauen können. Die versuchen mich auch immer von dem Worry wegzudingsen, dass ich ihn nicht heilen kann, beziehungsweise. Muss jetzt mal voll auf ihn drauf heilen. Okay, jetzt haben sie mich gekickt. Fuck, hätte ich eine Sekunde früher die Dings gehabt, dann wäre er down gewesen. Dann hätte ich ihn weg explodieren können. Fuck.
Aber wenn sie meine Trink und Trinket hat noch eine Sekunde gehabt und er war auf 70k, ne? Ist das ärgerlich. Komm, nein, er hat geblockt. Scheiße. Mein Ding ging voll in den Block rein. Fuck, da kommt jetzt gleich der Stun. Jetzt ist unser Heiler fast OM, ne? Bist halt mehr in irgendwelchen Freezes. Also, auf den Frost zu gehen, war, glaube ich, keine gute Idee. Ich bin mehr am Shapeshiften als alles andere. Vom anderen hörst du nur Chaos Bolt, Chaos Bolt. Der kann halt so oft auch blocken, der Mage, ne? Der kann ja den Block-CD zurücksetzen, tatsächlich. Einmal heilen. Alter, jetzt ist unser Highlight wieder komplett wegzählt. Wollt ihr mich jetzt hexen gerade? Ich glaube, die wollten mich hexen, weil ich gerade geheilt habe. Das wird ein Lose, das könnt ihr jetzt schon sagen. Ja, ich bin halt nur im Stun mit dem Infernal, den ganzen Scheiß. Ist der jetzt echt down gegangen? Alter, das war mehr Glück als Verstand, ne? Gerade nochmal ein Desorientieren auf den Shami rausgekriegt, dass er nicht heilen kann. Alter, keine Ahnung, das war mehr Glück als Verstand. Ich war nur im CC in diesem ganzen Scheiß-Game. Die Shapeshift-Taste glüht. Ich hab mehr als der Mage sogar noch gemacht. Holy moly, sag ich da bloß. Aber ich hab mehr als 11 Punkte gekriegt, ne?